Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mission ist Thema im Oktober neben dem Rosenkranz. Es ist so wichtig, dass wir das recht verstehen und auch einsehen, warum es jeden Einzelnen von uns angeht. Es ist ja schon sehr erstaunlich, dass der auferstandene Christus nur von Mission spricht und vom Jüngermachen. Nicht das, was wir erwarten würden über das Jenseits, die neue Seinsweise, die er eingegangen ist. Ich sende euch zu allen Völkern, so wie wir es in der Lesung auch gehört haben, als die Jünger, die der Herr die Jünger ausgesandt hat. Dementsprechend hat das Zweite Vatikanische Konzil in der Konstitution, in dem Dekret Ad Gentes zu den Völkern formuliert, die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch. Also das ist ihre DNA, ihre innere Substanz, das macht sie aus. Im nächsten Monat, in ein paar Tagen, werden es 10 Jahre, dass der Papst seine programmatische Schrift, so hat er sie selber bezeichnet, Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums, herausgebracht hat. Gerade mal ein halbes Jahr, dass er im Amt war, bringt er ein Schreiben von ein paar hundert Seiten heraus. Wie ist das möglich? Er musste sich ja erst einüben, einlernen in diese sicher sehr fordernde Aufgabe. Nun, er war der Hauptrelator des Dokumentes von Aparecida, der lateinamerikanischen Bischofskonferenz. Und da ging es genau um das Thema der Mission. Also wenn man den Papst verstehen will, muss man dieses Dokument, das auch in den Verlautbarungen der deutschen Bischöfe herausgekommen ist, lesen und verstehen. Die katholische Kirche hat dort einen enormen Aderlass in den letzten Jahrzehnten erlebt. 1/3 ihrer Mitglieder sind zu Freikirchen oder pentekostalen Gemeinschaften übergetreten, weggegangen. Und das Heftige ist, dass das gar nicht so sehr dogmatische Glaubenswahrheiten sind, sondern andere Schwerpunkte, welche diese Kirche setzt, vor allem Verständnis der Bibel, missionarisches Engagement und die Grundfrage, die bei denen immer wieder auftaucht, hast du dein Leben Jesus schon übergeben? Also Jesus, das Steuer des Lebens übergeben. Es reicht eben nicht aus, so ihre Meinung, und das ist auch die der Kirche von uns, zu beten, am Sonntag in die Kirche zu gehen, vielleicht sich im Pfarrgemeinderat oder sonst wo zu engagieren, aber letztlich eigentlich selbstbestimmt zu leben. Das Leben dem Herrn nicht zu öffnen, sich nicht ihm hinzugeben, wie sie sagen, das Steuer des Lebens ihm zu übergeben. Dann hat er im Schreiben an die Kirche in Deutschland, 29. Juni 2019, nochmals ein kurzes Extrakt von Evangelii Gaudium der Kirche gegeben und ihr geschrieben, der Kirche von Deutschland, bitte setzt das um. Wir wissen, dass es nicht geschehen ist. Übrigens können Sie Kurzfassungen dieser beiden Texte, Evangelii Gaudium und das Schreiben an das pilgernde Gottesvolk in Deutschland, beim Hörerservice beziehen. Nun hat der Papst nach Corona, die Welt nach der Pandemie, in einem Interview Folgendes gesagt: Die Kirche ist erklärtermaßen missionarisch. Deshalb sind alle Christen Missionare und müssen die frohe Botschaft des Evangeliums zu allen Menschen tragen, denen sie begegnen. Dies müssen sie nah und fern, zu Hause, bei der Arbeit, beim Sport, in der Erholung, immer und überall tun. Wenn ich das sagen würde, dann würdet ihr sagen, der spinnt ja, oder? Immer und überall, Hause, Erholung, egal wo du bist. Das heißt, weil du auf Mission geeicht bist, weil das Wesen des Christen ausmacht, dann tu es auch und gib es weiter. Zu Hause, nah und fern, bei der Arbeit, Sport, Erholung, immer und überall. Die Rückkehr zum Evangelium ist die Basis jeglicher Erneuerung. Erinnern wir uns daran, dass Gott sich an alle und an jeden wendet. Er sagt zu den Aposteln nicht, dass sie eine Elite bilden sollten. Deshalb sendet der Herr ja auch die 70 Jünger aus, oder nach anderer Lesart 72. Das heißt, die Gesamtzahl der Jünger, die damals so im näheren Umkreis des Herrn waren. Und deshalb ist es besonders krass, wenn das bei unseren Leuten so gut wie überhaupt gar nicht angekommen ist. Mira Amend, unsere Jugendredakteurin, waren in der Stadt in Oberallgäu unterwegs,
Ich tue jetzt mal das, was ich in all den vielen Priesterjahren noch nie getan habe, nämlich, dass ich etwas einspielen möchte. Sie hat Leute in der Fußgängerzone gefragt, oder dann hat es, glaube ich, geregnet, es war auch drinnen dann, was sie von der Weitergabe des Glaubens halten. Also ganz normale Leute, keine Vorsortierung, Leute, die man sie auf der Straße trifft, hören Sie mal an, was dort die Antwort war. Ja, ich war in Immenstadt im Allgäu, das liegt im Oberallgäu, und ich habe die Leute vor Ort in Immenstadt einfach mal gefragt, ist Religion Privatsache oder soll ich anderen von meinem Glauben erzählen? Ja, und die Straßenfrage war ganz interessant. Ich habe diesmal nämlich nicht nur die Leute auf der Straße gefragt, sondern bin auch in die Läden reingegangen, weil es doch ein regnerischer Tag war und so und wenige Leute halt draußen unterwegs waren. Genau, ich habe sie eben gefragt, ist Religion Privatsache oder soll ich anderen davon erzählen? Ich möchte euch jetzt hier erstmal zeigen, was die Leute auf der Straße geantwortet haben. Ich finde, Religion ist Privatsache. Das geht jedem Einzelnen was an. Das muss man nicht pausieren. Ja, ich finde, Religion ist etwas Privates, was jeder für sich selber entscheiden darf und machen darf, egal in welche Religionsrichtung das auch ist. Ich finde, es ist eine Privatsache. Also ich finde, Religion ist jedem seine Sache. An was man glaubt und an wen man glaubt, soll man selber für sich entscheiden. Thema Religion ist ein sehr schweres Thema, weil es unterschiedliche Kulturen geben tut in der Richtung. Ja. Und ich muss sagen, das ist eigentlich jedem selber überlassen. Wie er denken tut, es gibt bloß ein Gott, sage ich jetzt mal so. Und deswegen muss ich sagen, es ist jedem selber überlassen, was er denkt, wie er denkt. Ja, Hauptsache, er denkt mit dem Herzen. Jetzt sagen, die Antwort ist eindeutig, oder? Natürlich stimmt das, dass Religion muss jeder für sich selber entscheiden. Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, wo es einen kollektiven Druck und Zwang von außen gegeben hat. Aber so Religion, wenn Sie das ein bisschen so auf sich wirken lassen, ist gleichzusetzen mit der, wenn man das weitergeben würde, mit der Lästigkeit eines Hausierers an der Haustür, der irgendein Produkt verkaufen will. Schönen guten Abend, Frau Kocher. Das Jahr war... Ich sag's schon, wenn das nächste abgespielt wird. Du darfst vieles tun, aber den Glauben weitergeben um Gottes Willen. Also Sie merken, es ist schon eine ganz eindeutige Tendenz, die sich hier ganz im Gegensatz zu dem, wozu wir als Christen eigentlich aufgefordert sind, zeigt. Nun, worauf kommt es eigentlich an? Bitte entschuldigen Sie die weltliche Ausdrucksweise. Was ist denn das Produkt, das wir loswerden wollen? Oder was wollen wir an den Mann und die Frau bringen? Was wollen wir weitersagen? Die erlösende Liebe Jesu Christi. Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Das ist eine Kernaussage im Galaterbrief vom Apostel Paulus. Ich denke hier auch an die Exerzitien, die Pater Bill vor 20 Jahren gehalten hat. Hat immer ein Beispiel erzählt, er war auf vielen Gefängnissen unterwegs, wo er seine Einkehrtage gehalten hat. Und dann haben die jungen Leute in Irland ein großes Gefängnis mit 500 von ihnen gefüllt, alle ausnahmslos gesagt, ich wusste gar nicht, dass ein Gott mich liebt und sich für mich hingegeben hat. Und das ändert natürlich ein Leben. Ein Gott, der mich liebt und sich für mich hingibt, der am Kreuz das Letzte gegeben hat, die Eucharistie, empfangen wir ja auch in diesem hingeopferten Zustand. Und jetzt kommt das Beispiel, das aus einer Anbetungssendung aus unserer Kirche in Balderschwang vom 22.11.22 stammt. Da war eine Frau im Krankenhaus, und neben ihr lag eine Frau, die im horizontalen Gewerbe unterwegs war, eine Prostituierte. Und der hat sie auch vom Glauben erzählt und wieder das gleiche Ergebnis. Schönen guten Abend, Frau Kocher. Das Jahr war ungeheuer schwer für mich. Ich war 5-mal im Krankenhaus und doch hat der Herr mich durchgetragen. Und doch waren es wesentliche, wichtige Begegnungen, wo ich auch Frieden schenken konnte anderen. Und hatte mein kleines Kirchenradio dabei. Und es war solch ein Kraftquell. Es war so, so wichtig und schön. Die Begegnung mit der Miriam, mit dem kleinen Radio, die war unbeschreiblich. Miriam war Prostituierte von Beruf. Sie hat 2 Kinder abtreiben müssen und hat 2 Kinder weggenommen bekommen. Und ich hatte mein Kirchenradio. Und sie hat gesagt, du stell doch mal auf laut, lass mich mal mithören. Frau Kocher, wir haben die Messe gehört, den Rosenkranz. Und die Anbetung. Über der Anbetung ist Miriam eingeschlafen. Ich habe für sie gebetet, ich habe sie gesegnet. Und am nächsten Morgen sagt sie, du, das kann doch nicht sein, dass da jemand für mich gestorben ist.
Sag ich doch, Christus ist für all das gestorben, was wir in diesem Leben nie wieder gut machen können. Und dann sagt sie, dann auch für meine abgetriebenen Kinder, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, auch für die toten Kinder. Auch für die ist Christus gestorben. Und ich sage Ihnen, wegen dieser Begegnung war der erste Klinikaufenthalt in diesem Jahr. Das musste einfach sein, dass sie Frieden findet. So ein starkes Zeugnis. Und das ging den ganzen Abend so durch. Ich meine, ich bin jetzt ja mittlerweile schon einiges gewohnt, aber ich war an diesem Abend lange wach und habe einfach nur dem Herrgott gedankt, weil ein Zeugnis nach dem anderen dieser Qualität hereinkam, November des letzten Jahres. Diese Prostituierte wusste das auch nicht, dass es eine unbedingte Liebe gibt, diese gekreuzigte, diese hingebende Liebe, und in der auch alle Schuld, wenn wir sie dem Mann hintragen, der Welt abgewaschen wird. Bei Ellen Ames habe ich mit den Augen Jesu folgenden Text gefunden. Natürlich ist das Privatoffenbarung, aber von der Sache her ist das richtig. Er lässt Jesus in der Ich-Form sprechen. Ich dachte nun an all jene, die in der Zukunft behaupten würden, mir nachzufolgen. Aber aufgrund von Angst, Verlegenheit, Scham, Stolz und Selbstsucht nicht bereit sein würden, das zu tun, worum ich sie bitte. Ich sah, wie viele einfach die Augen und Ohren von meinem Ruf verschlossen, die Welt für mich zu evangelisieren, damit alle Anteil an meiner rettenden Gnade haben könnten. Ich sah, wie viele einfach andere das tun ließen, was ich von all meinen Nachfolgern erbitte. Dann sah ich jene, die auf meinen Ruf antworteten, und ich sah die Lasten, die sie aus Liebe zu mir trugen, da andere gar nichts trugen. Ich sah, wie beim jüngsten Gericht die Menschen, die nur wenig oder gar nichts getan hatten, aufgefordert wurden, Rechenschaft darüber abzulegen, warum sie meine Liebe nicht weitergegeben hatten. Und ich sah viele von Reue erfüllt, als sie begriffen, was sie hätten tun sollen, aber nicht getan hatten. Dann sah ich meine Worte, bringt alle Menschen zu mir, durch die Zeiten widerhallen, die Jahrhunderte hindurch, und wie viele vor Scham den Kopf hängen ließen, als sie erkannten, dass sie meinen Ruf nicht gehört hatten und nicht befolgt hatten. Ich bin mir ganz sicher, dass das so ist und dass die Liebe Christi das Entscheidende ist, und das sollen wir bezeugen, das sollen wir weitergeben. Und ich finde es schon irgendwie schrill, dass ausgerechnet, das habe ich im Rundbrief des Monats Oktober geschrieben, bisher kam es noch keine Beschwerden, Nina Hagen gesagt hat in ihrem Buch Bekenntnisse, wir müssten es doch in jeder Zelle unseres Körpers, in jeder Faser unseres mitteleuropäischen Nervensystems einprogrammiert haben, dass Jesus sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ich glaube fest daran, dass ich eine Mission habe, die ich in die letzten und verlassensten Winkel unserer kalten Welt tragen soll. Glaubt daran, dass Gott euch wirklich liebt. Arbeitet daran, die wahre Liebe Gottes wieder zu errichten. Sucht diese Liebe mit ganzem Herzen, sucht sie aufrichtig. Zweifelt niemals an ihr. Wir sind geboren, um diese Liebe mit Gottes Hilfe zu erkennen und zu leben. Ich weiß schon, dass diese Lady ziemlich befremdliche Äußerungen tut und auch durch ihr Auftreten, dass es nicht unbedingt immer so ganz christlich ist, vorsichtig noch formuliert. Aber ich würde mir wünschen, das mal von einem Bischof zu lesen. Ich glaube fest daran, dass ich eine Mission habe, eine Sendung. Was wir letztlich brauchen, ist ein neues Verständnis von Taufe und Firmung. Es hat einen außerordentlichen Monat 2019 der Weltmission gegeben, Baptized and Sent, getauft und gesandt. Der Getaufte ist ein Gesandter, ein Missionar. Und die Firmung ist nicht nur gedacht als individuelle Gnadenausstattung, so wird sie zu fast 100% missverstanden, sondern als missionarische Liebe. Ich bekomme Gnaden Gottes, um damit die Gemeinde, das Reich Gottes aufzubauen. Also nicht nur zum Eigenbesitz. Dein Wille geschehe, das muss in unserer Spiritualität im Mittelpunkt stehen.
Denn sonst sind wir, so Josef Ratzinger, schon Ende der 50er Jahre getaufte Heiden. Wenn der Herr uns auffordert, wie Kinder zu werden, und wir nicht ins Himmelreich kommen, wenn wir nicht werden wie sie, dann geht es um die Gotteskindschaft. Ein Kind lebt nicht eigenbestimmt, sondern ist ganz von den Eltern abhängig. Es geht darum, dass wir in diesem Monat zu dieser Spiritualität hingeführt werden. Nur so entsteht eine Bereitschaft für den Dienst vor Gott und an anderen Menschen. Vergessen Sie nicht, dass der Herr im Evangelium, im Johannesevangelium öfters sagt, aus deinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen geht es darum, dass der Glaubende eine Quelle lebendigen Wassers ist. Und die Quelle ist ja nicht für sich da. Sie fließt in dürres Land, sie gibt Nahrung, sie schenkt Leben. Das ist unsere Aufgabe als Christ. Und vielleicht sehen wir dieses Bild, mir hat jemand dieses Messgewand geschenkt, vom barmherzigen Jesus immer nur so, ja, das sind Ströme lebendigen Wassers, die kann ich in mein Leben fließen lassen. In seinem Blut werde ich von Schuld gewaschen, richtig. Aber in der Christusnachfolge soll jeder von uns so sein, gleichsam wie der Herr, dass aus seinem Herzen diese Ströme für andere fließen. Dass um uns herum eine Atmosphäre ist, wo Menschen gedeihen, aufblühen können, wo sie wachsen können, wo sie geistliche Nahrung bekommen. Mir ist schon bewusst, dass das ein herausfordernder Schritt ist, sich dem Herrn ganz zu öffnen, weil dann kommt meistens sofort der Einwurf, ja, vielleicht tut er dann etwas, was ich nicht will, oder führt er mich irgendwo hin, was ich vielleicht gar nicht so sehr mag. Mag sein, aber dann ist es zu ihrem Heil und es ist das Beste, was er vorhat. Ich kann nur sagen, ich habe immer versucht, diese Offenheit zu leben. Natürlich gelingt das nicht immer, aber wenn ich es nicht grundsätzlich getan hätte, würde ich jetzt nicht hier stehen. Und es würde Radio Horeb jetzt vielleicht jemand anderer gegründet und gemacht, aber vielleicht nicht in dieser Form geben. Und die Kunst besteht darin, immer wieder Ja zu sagen. Egal, welche Herausforderungen kommen. Und Sie können sicher sein, dass das Beste Ihrem Leben dann passiert. Also haben wir keine Angst, denn der Herr nimmt nicht, hat Papst Benedikt gesagt, er gibt nur. Amen.